Здорово, ребята, herzlich willkommen bei Rap Mir. Nachdem ihr nun erfolgreich mein Postfach vergewaltigt habt, danke dafür, und mir circa eine Zillion Mal geschrieben habt, dass ich doch bitte auf ein letztes Mal von Elef reagieren soll, mache ich das jetzt einfach mal. Ich weiß, die einen oder anderen werden jetzt sagen, hey, die passt gar nicht so in dieses Genre rein. Ich finde, sie wurde mit in das Rap-Game implementiert, ist eine krasse Musikerin, hat eine geile Stimme und ich freue mich immer wieder auf Tracks von ihr. Von daher, Freunde, wir lassen es einfach mal knacken und gucken, was passiert. Ich weiß, ich will, du auch nicht. Sie hat horny gesagt. Okay, also das Musikvideo feiere ich jetzt schon. Das erinnert mich so ein bisschen an Feels Good Inc. von Gorillaz. Oder Linkin Park Breaking the Habit. Ich mag so diese gezeichneten Sachen so gerne. Und da kriege ich immer so einen kleinen Nostalgie-Flashback. Das mit uns wird gefährlich, Blaulicht. Lüg mich an, gib mir mehr davon. Mir egal, denn mein Herz ist gone. Du bist keine Liebe, sondern Rauschgift. Alles, was ich weiß, ja, ich brauch dich. Okay, also das ist halt Pop. Okay, ich würde sagen, das ist so ein Pop-Genre, wo man sie einstufen müsste. Aber ich weiß nicht, ich liebe ihre Stimme. Ich finde einfach so von den, beziehungsweise aus dem deutschsprachigen Raum, ist Elef einfach, also meine deutsche Lieblingsfrauenstimme ist auf jeden Fall Elef. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Alles, was ich weiß, ja, ich brauch dich. Es zieht mich immer wieder zu dir. Kann mich nicht mehr wehren. Das mit uns wird eskalieren. Und dein Herz wird sterben. Boah. Also, ich hab den meisten von euch ja, beziehungsweise die meisten von euch wissen ja schon, dass ich früher selber Musik gemacht habe. Selber Gitarre gespielt. Und das ist einfach so, das ist einfach musikalisch sein Urgroßvater, okay? Wenn ich schon diese Hook höre, dann, oh, das kribbelt einfach in den Fingern. Wisst ihr, was ich meine? So, man möchte einfach selber Musik machen, Alter. Das ist so krass. Unfassbar starke Hook. Oh mein Gott. Und dann diese Power in ihrer Stimme, die da so ein Vulkanausbruch und das Ding explodiert einfach und dann, und ich glaube, da geht noch was. Also, ich glaube, das ist so einer von den Tracks, den man sich als Mann auf jeden Fall im Auto geben würde abends. Ja, also auch so nach der Arbeit oder so zwischendurch mal zum Nachdenken macht man das Ding an und sobald deine Kollegen ins Auto steigen, macht man es schnell wieder aus. Also, ich fühle den Track. Also, ich würde es mir geben. Echt. Das hat echt, das hat richtig Seele, das Ding so. Krass. Wirklich krass. Wie das Mondlicht, wissen beide, dass das nicht für immer ist. Liebe ist nur echt, wenn sie weh tut. Baby, kommst du mit oder gehst du? Liebe ist nur echt, wenn sie weh tut. Okay, okay, da ist was Wahres dran und das ist halt wieder diese gewisse lyrische Finesse, die sie da nochmal so ein bisschen, ja Mann. Ohne Scheiß, also ich glaube, wenn Elef Anfang der 2001, 2002 hätte sie mit diesem Sound wahrscheinlich alles auseinandergenommen. Einfach alles. Das ist so krass und ich finde, sie hat einfach für das, was sie gerade bringt, hat sie leider so wenig Aufmerksamkeit. Das ist einfach so, ich will jetzt nicht sagen,
Ich will jetzt keine alten Sängerinnen nehmen als Referenz oder als Beispiel, aber ich finde, Elif ist so die junge Version von, okay, wir nennen jetzt keine Namen, sondern von alten Sängern oder Sängerinnen, die sich bewährt haben, und sie ist nochmal das in jung auf 2020. Also, das ist krass. Ich verstehe nicht, warum das nicht größer ist. Schade eigentlich. Ich finde es echt schade, dass sie nicht noch mehr Reichweite hat. Und so ein musikalisches Talent, Alter. Boah. Ja, das war's auch schon. Krasser Beat, heftiger Vibe, sehr melodisches Teil. Heftig. Also, ich glaube, ich bin so ein bisschen Fan von Elif doch. Heftig. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was euer Lieblingstrack von Elif ist und vielleicht, wie lange ihr sie schon hört. Da bin ich mal echt gespannt. Freunde, ich drücke natürlich auch Elif fest die Daumen für 2020. Ich hoffe, sie wird dieses Jahr ebenfalls rasieren. Bleibt bitte gesund. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Давайте, пацаны.